Ich könnte mich selber opfern, aber dafür könnte ich den mitnehmen. Immer ein Läufer. Und da kommt schon mal wieder ein Laserschwert angeflogen. Und damit, und das begrüßt euch hier zu einer neuen Folge auf meinem Kanal zu Star Wars Battlefront. Ja, es ist alles nachgeplant jetzt. Ich habe meine Planung erledigt, wie wann was rauskommt. Und es sieht so aus, als ob jedes zweite Mal, also es kommt Minecraft, dann irgendwas anderes, Minecraft, und dann kommt immer, und dann kommt Star Wars, und danach immer weiter und so weiter. Aber wir gehen wieder in eine Mission, denn ich lade wieder hoch noch in der Zeit und muss deswegen eine Schlacht machen, und zwar das Seelengefecht auf Endor im Solo in Normal. Ja. Es ist jetzt, wie gesagt, alles durchgeplant. Ich komme über den Dezember komme ich schon mit meinen Projekten aus. Außer mit Battlefront. Da wird jetzt noch aufgenommen. Und natürlich Minecraft Togethers, die einen Nachmittag lang durchgehend aufgenommen werden. Deswegen gibt es eine Woche da keine Streams. An einem Wochenende. Und da werde ich mich darum kümmern, dass ihr dann genug zu schauen habt. Ich kann natürlich auch Battlefront oder sowas aufnehmen im Dauerpack, aber ich will ganz gerne schon Minecraft aufnehmen. Ich würde mal sagen, wir machen diesmal Rebellen. Und wen bin ich? Obwohl, nehmen wir mal. Wir gehen hier und dann, wen haben wir hier? Wir haben Boba Fett. Fett wie ich. Imperator. Und wir haben Darth. Der Darth haben wir schon, und deswegen würde ich sagen, wir nehmen den Imperator jetzt. Ich werde Ihnen die wahre Natur der Macht zeigen. Der sieht aber auch sehr alt aus, also. What the fuck? Wie weit kann ich ihn schießen? Das ist die Frage. Hinten ist was los, oder? Macht bisher überhaupt keinen Kill? Also er macht nur in der Nähe. Muss direkt vor dem stehen. Jo, nicer. So. Sind wir doch einer, oder? So. Und also, der gefällt mir jetzt hier allgemein nicht so. What the fuck? Das ist eine geile Spezialfähigkeit. Die gefällt mir. Wir gehen jetzt mal hier raus. Also ich weiß, dass ich den hier nicht mehr nehmen werde. Weil er mir zu schlecht ist. Bin ich ehrlich. Irgendwo hier muss ein Gegner noch sein. Das war wohl hinten. Hier drüben irgendwo raus. Gegrillt haben wir den. Sogar 2 Punkte haben wir einkassiert. Läuft bei uns.
Ich muss wirklich hier in Nahangriff mit dem gehen. Und Nahangriff ist nicht direkt meine Stärke. Der kann sich nicht bücken, oder was? Der kann sich nicht bücken. Ja, das ist ein alter Knabe. Aber dafür kann er schweben. Das ist natürlich... Okay, er kann zum Teil schweben. Er kann nicht hochschweben. Aber er kann schweben. Auf den nächsten. Und wo hier drüben? Ich bin allmächtig. Ja, allmächtig im Nahangriff. Allmächtig nur im Nahangriff. Und jetzt hier, los geht's. Los geht die Power. Power up, power day down, power ever. Ja, war nicht gut. Gehen wir mal hier durch. Oh! Stirb, Junge! Jetzt wird hier drinnen einer sein. Nee, hier geht's ja gar nicht. Also hier darf... Da war gerade einer, das habe ich gesehen. Hey, wo ist denn? What the fuck? Bleibt mal chillig hier auf der ganzen Welt. Also die Map gefällt mir nicht. Das ist nicht meine Map, oder der Typ gefällt mir nicht. Eins von beiden liegt daran, dass ich heute so schlecht bin. Liegt natürlich nur die Frage an was. Geh mal wieder zurück. Nur deine verbrannte Hülle wird übrig bleiben. Ich verwandle dich in ein Häuschen. Das war nice. Also das war jetzt ein Hardcore-Kopf. Also ich wusste aber auch nicht mehr, was ich mache. Oh, und jetzt hier, ja. Jetzt habe ich eine Frau umgebracht. Ist nicht so gut. So, jetzt hier und dann ist hier irgendwo einer. Mal schauen, hier oben. Wurde der jetzt erquetscht oder wurde der erschossen? Aber ich bin echt schlecht. 18 Token gerade mal geholt. Wow! Warum bin ich jetzt so erschrocken? Alter! Amina! Oh, hier waren wir auch noch nicht drin. Na. Niemand ist auf der dunklen Seite. Das stimmt natürlich. Da muss ich ihn recht geben. So. Gewonnen.
Nein, ich will nicht rausgehen. Ah, da hinten. Wow! Das erste Mal, dass ich gekillt worden bin. Und? Nur noch ein Punkt, ein Token. Kommt, Leute, das macht ihr. Er ist vor uns auch schon. Er macht die ganze Zeit was und deswegen, das schafft ihr es auch noch. Geschafft. Respekt. So, wir haben 100 Punkte haben wir geschafft. Wir haben alleine 36 Gegner besiegt. Leider ein Leben verwendet, aber keine Kopfschüsse leider gemacht. So, wir gehen weiter. Wir haben ein Quetta Gold und das war's schon. Keine Quetta mehr. Schade. Verlassen. Und wollen wir jetzt mal gucken. Oh, ich habe einen Anruf bekommen. Fällt mir gerade so auf dem Handy. Das waren meine Eltern, die mich auf dem Handy angerufen haben. Das ist aber auch was Neues. Wir werden noch eine Runde hier machen. Ein Training. Und zwar... Die Invasion haben wir noch nicht gemacht. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein. Solo-Mission auf dem Planet. Hot. Das Imperium hat eine Rebellenbasis entdeckt, die verteidigt werden muss, bis alle Transportschiffe entkommen sind. Verteidigen Sie die Energiegeneratoren um jeden Preis. Das Ausweichmanöver des T-47 Luftspanners ermöglicht, der schnell die Richtung zu wechseln oder in Höhe zu. Erledigst du während eines Drahtseilmanövers Schaden, löst sich das Kabel. Okay, Drahtseilmanöver? Okay, das. So. Da bin ich mal gespannt, was da auf uns zutrifft. Aber okay. So, eigentlich wollte ich heute noch eine Runde am Moped fahren. Kann ich euch jetzt mal so dazwischendurch reinhauen. Aber das Wetter ist so schlecht geworden. So, Mission starten, dass sich das überhaupt nicht lohnt, obwohl ich einkaufen gehen muss. Auf diese Schneespeeder. Haben die einen Unterschied zwischen... Nee, die anderen sind ja die, die Speeder auf dem Boden. So, es leckt gerade. Grund kann ich euch sagen. Ich habe gerade Essen gemacht. Verteidigt den Energiegenerator, bis alle Transportschiffe entkommen sind. Möge die Macht mit euch sein. Ich habe gerade, macht gerade nebenbei Essen. Wow, also hier ändere ich mal wieder die DPI. Das ist jetzt so simpel mit DPI ändern, damit ich hier etwas. Okay, das war zu wenig. Wir machen brauchen hier ein bisschen mehr Speed. Was? Wir können keinen Speed mehr groß rausholen. Das ist ja mies. Da will ich mir mal Gedanken machen. Ich krieg das nie hin. Man hört im Hintergrund, glaube ich, mein Essen purzeln. Wie gesagt, ich bin heute den ganzen Tag noch unterwegs gewesen und wollte noch unterwegs sein. Jetzt habe ich eigentlich heute das Aufnahmetermin, nicht eigentlich, sondern heute das Aufnahmetermin für Minecraft Together. Und wir hatten eine Uhrzeit ausgemacht, ich und der Red Kunstler Play. Grund war aber, dass er jetzt aber noch Besuch da hat, dass der doch länger da bleibt. Deswegen gibt es jetzt doch leider noch keine Aufnahme von uns. Es kann sein, dass ich gleich Pause machen muss. Endlich ein AT-ST zerstört, Alter. Warum verliert? Schuss.
Und ich wurde zerstört. Okay, die Zeit nutze ich mal kurz. So, Zeit wurde genutzt und wir machen jetzt weiter. So. What the fuck? Das wollte ich gar nicht. Wow, Alter, das ist ein Schnellkettwenn. Das ist nice. Ich hab ihn besiegt, aber ich wurde auch besiegt von dem. Ah, das nimmt man Zufall, oder? Aber es ist ja nice. Und. Jo, einmal so. Was kann die 3? Die 3 dreht sich so lang, okay. Das habe ich schon mehrmals mitbekommen. Du brauchst mir das nicht noch mehr sagen, du sweet Mädel. Okay, gut. Was? Die machen jetzt sich bereit erst zum Start. So, jetzt habe ich ein bisschen Platz. Jetzt kann ich nämlich Kehrtwende machen. Das war die falsche. Der ist zerstört. So schnell kann es gehen. Und da fliegen die Transportschiffe weg. Nice wäre, wenn ich die auch noch steuern könnte. Und die haben wieder so eine riesige Geschwindigkeit drauf. Ja, erste ist schön. Und ich könnte wetten, dass als nächstes kommt Luft. Alter, jetzt geht's los mit dem Essen. So. Wenn wir mal kurz Tempo-Speed machen, werden uns in die Richtung kurz die Kehrtwende machen. Okay. AT-AT in Reichweite. Dieser imperiale Kampfläufer muss umgehend neutralisiert werden. Energiegenerator feuern. Okay. Gut. Letztes Leben. Der imperiale Kampfläufer bereitet einen Angriff auf den Energiegenerator vor. AT-ST ist in Reichweite unseres Generators. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll. Das haben wir noch Zeit. Wir werden es einmal noch wiederholen. Mal gucken. Weil durch dieses Schneiden weiß ich jetzt nicht, ob das klappt oder nicht. Also wie lang der Part jetzt ist. Weil ich hatte der erste Part, der war fast 30 Minuten lang und den habe ich 10 Stunden hochgeladen. Der nächste Part war aber 20 Minuten lang und den habe ich circa 3 Stunden hochgeladen. Also dieser Unterschied ist schon sehr, sehr groß. Und wir starten die Mission natürlich. Das brauchen wir jetzt nicht mehr angucken. Überspringen. Und es geht sofort los. Diesmal können wir uns noch ein bisschen aus... Also es kommen drei Phasen. So. Jetzt machen wir gleich hier weiter. Und wir können uns... Falsche Drehung. Verloren.
Ich könnte mich selber opfern, aber dafür könnte ich den mitnehmen. Immer einen Läufer. Aber ich glaube, dass es nicht so effektiv wäre. Okay. Läuft. Nächstes. Sie wollen unseren Energiegenerator zerstören. Ich glaube, das weiß ich schon seit dem letzten Mal. Gute Arbeit bei der Zerstörung dieses AT-ST. Sie dürfen nicht auf unseren Energiegenerator feuern. So, ein AT-ST. AT-ST, oder wie man den ausspricht, zerstört. Der nächste kommt jetzt. Jetzt könnte ich dir immer den Dings machen, den Move Nummer 2, so nach oben. So. Ja. Jetzt machen wir wieder die... Ah, ne. Jetzt machen wir das hier. So, dann haben wir den. Und jetzt haben wir nur noch den einen. Und der ist auch zerstört. So. Erstes Raumschiff fliegt davon. Zweites Naht hinterher. Diesmal werden wir uns mal angucken, was wir jetzt direkt machen müssen. Vielleicht steht es in der Beschreibung diesmal richtig drin. So, da man. Erreicht. Erreichtest du das Drahtseilmanöver? Schaden kannst. Benutzt die Harpune. Das hat nicht funktioniert. Ah, okay. Ich glaube, ich hab's. Ich weiß, wie es gemeint ist. Bin mal gespannt, ob ich es jetzt kapiere. So, jetzt muss ich nämlich mit der Maus muss ich hoch und runter steuern. Das ist natürlich richtig tricky, aber auch richtig nice. Also sie auf die Idee zu kommen. So, da haben wir noch einen. Jetzt wo wir es kapiert haben, werden wir es packen. Das wird ja nur Probleme sein. Ist natürlich jetzt, wo meine DPI etwas gemacht ist, runtergenommen ist, ein bisschen schwer gewesen. Aber mit auch einer zu holen, das kann man nicht so genau steuern. Also es ist schon ein bisschen tricky, wie man es macht. So, das heißt, dass es der letzte jetzt ist. Der ist zwar stehen geblieben, aber gut, also das haben wir das erste Mal, dass ein Bug an dem ganzen Spiel. Okay, mein Bild hat sich gerade verändert. Ich weiß nicht warum.
So, das kommt davon, wenn man kurz aussteht und ich weiß jetzt nicht. Ach, du heilige Scheiße. Das ist jetzt richtig, Tüki. Wir haben das letzte Leben. Alter Schwede. What the fuck? Ach, jetzt war ich zu weit unten. Gut, naja, gut. Gut. 8 Gegner besiegt, 4 Leben verwendet. Und dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, gebt natürlich einen Daumen nach oben. Schreibt mir es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Männer-Support. Abo da lassen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dann, ciao, ciao.